Plätze, so Plätze. Plätze, gib Gas. Können wir den nicht einfach vom Pferd hauen? Überholt haben wir ihn schon mal. Ich habe das Gefühl, die Ausdauer lässt hier, fällt jetzt. Scheiße. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, richtig, ne? Scheiße. Scheiße! Hallo und willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, wir waren hier zuletzt bei einem Fischer, der hat uns erzählt, beziehungsweise wir haben erfahren von ihm, dass, oder beziehungsweise nicht von ihm, wir konnten uns da zusammenreimen, dass die Oma aus dem Buckelsumpf tatsächlich Anna Strenger, die Frau des blutigen Barons ist. Und dass Tamara in Ochsenfurt zu finden ist. Und wir werden jetzt als nächstes erstmal zum blutigen Baron zurückkehren, nachdem ich hier mal runtergeguckt habe. In diese Kiste hier. Fischernetz, Angel, Stacheldraht, Muschel. Das war's dann auch, was hier so gibt. Gar kein Boot da hier. Habe ich da unten was gelb leuchten sehen? Da unten. Da sind Pflanzen. Und ich glaube, hier sind noch Ertrunkene. Ja, das dürfen hier diese Pflanzen, die wir schon ein paar Mal gesammelt haben, sein. Die lassen wir mal da, wo sie sind. Und hier ist noch was. Alchemistische Paste, zerbrochene Hake und Alkohest. Und ja, wir kehren jetzt mal zum blutigen Baron zurück, berichten ihm erstmal, was wir wissen. Da hinten liegt ein Boot. Da hinten ist eine tolle Brücke. Wir rufen uns mal Plötze. Komm schon! Ja, und dann, werden wir wohl auch bald zum ersten Mal in einer Stadt sein. Nämlich in Ochsenfurt. Da freue ich mich schon drauf. Da können wir zum Barbier gehen und uns rasieren lassen. Und was kann man da noch machen? Ich glaube, eine andere Frisur können wir uns verpassen lassen. Naja, auf Wölfe haben wir jetzt keinen Bock. Oder was auch immer für Viecher hier rumlaufen. Wir geben mal ein bisschen Gas. Und ja, da werden wir wahrscheinlich auch eine Taverne finden, wo wir dann gegen einen Tavernenwirt Gwyn spielen können. Und mir fällt gerade ein, wir haben ja hier die einzige Taverne, die wir bisher gefunden haben, ist ja die am Scheideweg. Aber mit dem konnten wir bisher keinen Gwyn spielen, glaube ich. Aber gegen den können wir kämpfen. Das machen wir vielleicht noch. Und irgendwo muss es auch noch ein Pferderennen geben. Das würde ich auch gern machen. Es waren da noch Kämpfen, Pferderennen, es war noch irgendwas. Und das Pferderennen müsste irgendwo auch hier in der Nähe sein, meine ich. Wir aktivieren einfach mal die Quest. Ich glaube, das ist hier ganz in der Nähe. Rennen Krähenfels, genau. Ja, dann reiten wir doch da mal hin und machen wir mal ein Rennen. Würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich müssen wir einmal um Krähenfels reiten oder so. Könnte ich mir vorstellen. Hier waren wir schon. Hier ist irgendwo unser Hintereingang gewesen. Und hier scheint es zu sein. Radko, mit dem sollen wir sprechen. Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Ich heiße Radko und richte hier die Pferderennen aus. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen, sag Bescheid. Willst du nicht, schieb ab.
Na klar will ich mir mitmachen hier. Trag mich mal ein. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Zum Sonnenuntergang also? Ah, da bist du ja endlich. Ah ja. Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück. Der erste ist der Sieger, der zweite ein verfickter Niemand. Kapiert, gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Hm. Keine Ahnung, machen wir erstmal gegen Stotter Matko, wa? Ich nehme Stotter Matko. Du wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Aufsetzen. Ist die Strecke. Los, los. Oh, 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 oh. Ist die Strecke irgendwie abgesteckt? Okay, Checkpoint. Wo geht's denn lang? Jetzt hab ich den Checkpoint verpasst, oder? Ach, leck mich am Arsch. Das war doch scheiße jetzt hier. Soll ich dir in den Arsch treten? Ach Mann, Pferd, wo gehst denn du hin? Schon gehört? Sie haben Margaret im Wald gefunden. Übel zu dir. Ah! Oh, gib mal ein bisschen Gas. Alter, geht der mir auf den Sack? Der reitet aber schnell. Jetzt sind wir vorbei. Wenn ich jetzt nicht wieder den Checkpoint verpasse, sollte das alles gut gehen. Langsam, langsam. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Also schön, wer will noch teilnehmen? Ja, wollen wir gleich noch ein weiteres machen? Und, nimmst du nun teil oder nicht? Na klar. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Tag, Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Na komm, wir nehmen jetzt einmal Hans Eisenarsch und danach müssen wir mal gucken. Wir haben, glaube ich, einen Rennsattel gewonnen. Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Los, Hans. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Ich hoffe, ich bleib nicht wieder an dem Checkpoint da hängen. Aufsetzen. Hey. Los. So, Gas. Schneller, Basti, schneller. Du kriegst einen reifen Apfel, wenn das hier vorbei ist. Okay, wo geht's lang? Hier? Ich glaube, das habe ich gerade verritten, aber total. Alter. Was? Heya! Das war jetzt irgendwie nix. Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Da sind wir irgendwie in die falsche Richtung geritten gerade. Und, was war denn das für ein Baum da im Weg? Ja, wir haben verloren. Klar. Scheiße. Übermenschliche Hexersinne. Damit prahlen sie ja immer. Aber du hast gegen einen stinknormalen Soldaten verloren. Dein Gold ist weg. Wenn du mehr hast, kannst du Revanche fordern. Also schön, wer will noch teilnehmen?
So, also ich weiß nicht, wie gut ich das schaffe. Nee, da war ich falsch. Wie gut ich das schaffen werde. Wir werden jetzt erstmal hier diesen Sattel. Wir haben so einen Sattel gewonnen. Inventar. Und ein Rennsattel. Wo ist der? Da oben. Nee, hier. Rennsattel. 40 Ausdauer. Was hat der, den wir momentan haben? 20 Ausdauer. Na, das klingt doch nicht schlecht. Dann packen wir den nochmal drauf, den Rennsattel. Und machen das Ganze nochmal. Aber ich speichere jetzt diesmal vorher, weil ich nicht weiß, wie gut ich abschneiden werde. Und ich will nicht mein ganzes Geld verlieren hier. So, also wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann lassen wir das erstmal. Und, nimmst du nun teil oder nicht? Ja. Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Tag, Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Ja, Hans Eisenarsch, na klar. Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Los, Hans. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Aufsetzen. Also, Plötze kann ja auch springen, aber das habe ich irgendwie nicht so richtig raus. Weiter so, Plötze. Plötze, gib Gas. Können wir ja nicht einfach vom Pferd hauen? Überholt haben wir das schon mal. Ich habe das Gefühl, die Ausdauer fällt jetzt. Scheiße. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, richtig, ne? Scheiße. Scheiße. Plötzlich gibt Gas. Los, lauf. Ich rutsche hier von der Scheiß... vom scheiß Dings hier ab hier. Scheiße hier. Vom Stick rutsche ich ab hier mit dem Daumen. Ich krieg's kotzen. Schneller, Basti, schneller. Schneller Plötze. Apfel, wenn das hier vorbei ist. Ja, geht doch, Plötze. Geht doch, geht doch, geht doch. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Also schön. Wer will noch teilnehmen? So, jetzt haben wir 50 Kronen erhalten. Ja, 25 haben wir verloren. Dummerweise. Wir haben nochmal Kronen 30 bekommen. Okay. Und neue Satteltaschen. Und Quest aktualisiert, Krähenfels. Gucken wir uns mal alles an. Wahrscheinlich müssen wir noch das letzte Rennen machen. Die Quest. Rennen Krähenfeld. So. Ja, wir sollen nochmal das Ganze machen. Aber erstmal gucken wir, was wir jetzt hier für Satteltaschen haben. 30 Kapazität. Das ist ja jetzt nicht so viel. Ich wollte sowieso gucken, welche Satteltasche wir haben. Satteltaschen. Wir haben nämlich schon 70 Kapazität. Die hatten wir schon mal gekauft. Genau, ich erinnere mich. Die werden wir nicht austauschen gegen die 30 hier. Moment, in Satteltaschen lassen sich Objekte verstauen. 1,26. Und hier sind es 1,51. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ich speichere das Ganze direkt nochmal. Einfach wegen der Sicherheit. Denn wir sind sowieso, mit dem Geld sind wir echt knapp, muss ich sagen. Und, nimmst du nun teil oder nicht? Und ich würde jetzt... Trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Tag, Grauhaar. Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Ich würde jetzt sogar sagen, dass wir 50 setzen.
Wahrscheinlich werden wieder neue Hindernisse auftauchen. Also es kann auch in die Hose gehen, aber dafür haben wir ja gespeichert. Diesmal reite ich gegen den schwarzen Bock dann. Ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Und ich hoffe, ich rutsche jetzt nicht wieder hier mit dem Daumen ab hier vom Stick. Hey! Los! Ich werde siegen und wenn ich meinen Klepper auf die Sporen spießen muss. Ja, ja, halt's Maul. So. Solange die Ausdauer hält. Was war denn das? Was sind wir? Ihr macht die Pferde scheu. Was? Oh! Hey, oh! Sir, hat deine Mutter dich nicht gewollt? Ah! Alter! Das war jetzt aber heikel. Das ist wieder diese scheiß Ecke hier. Geh mir aus dem Weg, du Pfeife. Ich werde siegen und wenn ich meinen Klepper auf die Sporen spießen muss. Halt die Fresse. Haben wir doch gleich. Ich bin schon wieder vom Stick weg hier. Aber wir haben es geschafft. Yay! Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Ja, die Quest haben wir erstmal abgeschlossen. 100 Kronen. Und nochmal 40 zusätzlich. Und 9 Gegenstand. Scheuklappen. Vielleicht sind die besser als unsere. Mal gucken. Und wir haben mal wieder eine Quest abgeschlossen. Wunderbar. So, jetzt gucken wir mal schnell Inventar. Scheuklappen. Was können die? 20 Panikstufe des Pferdes. Und hier haben wir auch 20 Panikstufe des Pferdes. Das heißt, es bringt uns jetzt nichts Besseres irgendwie. Ne, kein Unterschied. Die können wir dann verkaufen. Gut, dann würde ich sagen, auf zum Baron. Und hier ist mal wieder ein einsames Pferd. Das kennen wir ja schon aus Weißgarten. Ja, wo ist plötzlich hin? Da. Und dann reiten wir jetzt mal zum Baron zurück. Ja, wunderbar, haben wir wieder was erledigt. Dann haben wir noch die Faustkämpfe offen. Ja, und die Gewinnspiele natürlich. Achso, das ist die kaputte Brücke. So ist's gut. Wir sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Und auf, ich muss sagen, auf Gwind hätte ich tatsächlich auch mal wieder Bock. Würde ich gerne mal wieder eine Runde spielen. Und vielleicht machen wir das auch mal in der nächsten Folge. Vielleicht hier gegen diese Joanna. Diese Schmiedefrau. Zwar sollen wir ja in erster Linie natürlich gegen die Tavernenwirte spielen, aber wir müssen auch gegen die anderen spielen, weil wenn wir da gewinnen, dann bekommen wir auch immer Karten und da gibt es ja eben auch eine Quest. Ja, wollen wir hier mal Plötze standesgemäß einparken. Und zum Baron. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Ja, das ist doch nett. Dankeschön. Und wir benutzen gleich mal den Schleifstein. Weil er gerade so schön ausgewählt war. Ja, vielleicht haben wir jetzt hier ein besseres Auskommen hier mit den Kollegen. Mal gucken, mal einen anquatschen.
Ja, das könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde machen wahrscheinlich. Okay, es reicht. Gut, dann was mit dir, Kollege? Okay, alles klar. Dann mal rein in die gute Stube. Müssen wir überhaupt hier rein? Weiß ich gar nicht. Nee, warte mal, der Pfeil zeigt woanders hin. Wahrscheinlich hier hinten. Bam, 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 bam. Hexer, auf ein Wort bitte. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron, und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Ja, dann frag mal los. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Okay, ich kann mich gerade beömmeln. Ja. Ja. Man könnte glatt, da müsste man eigentlich irgendwie einen Rap draus machen oder so. Wo ist denn der jetzt hier? Da. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die Gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Tja, jetzt können wir natürlich hier noch ein bisschen trösten, wie auch immer. Na ja, komm. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll, schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein, weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät, das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ja, also er ist offenbar besonders gut darin, irgendwie die Schuld allem anderen zu geben. Ich meine, immerhin hat er seine Frau geschlagen. Und dafür gibt es schlicht und einfach keine Entschuldigung. So einfach ist das. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen.
Ja, machen wir. Ich will ja wissen, was mit Ciri ist. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Wir werden noch über sie reden, keine Sorge. Aber jetzt erzählst du mir von Ciri, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Ja, und da sind wir auch wieder mit Ciri unterwegs. Beziehungsweise sitzen hier am Lagerfeuerchen. Und ich muss sagen, das Wildschwein, was da auf dem Spieß hängt, sieht ein bisschen aus wie das Fegeborene. Wo haben wir uns in Kaer Mor hin? In Kaer Mor hin. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Ja, wir sind zum einen die Ausnahme und zum anderen aber auch keine Hexerin. Ich bin keine Hexerin. Ich bin nur dort aufgewachsen. Glaub ich dir aufs Wort, so wie du das Schwert schwingst. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Hat er Angst oder was? Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Velen, nördliches Temerien, Sonnenaufgang. Ja, und dieses Rennen müssen wir offenbar gewinnen, denn sonst sind wir unser Schwert los. Das wäre nicht praktisch. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen! Na dann mal los. Und nach dieser Folge muss ich erstmal aufhören Ciri, mit aufnehmen. Mach uns keine Schande. Okay, los geht's. Los. Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. Na, ja, mal gucken. Das werden wir wohl hinkriegen. Ja, ich muss nach dieser Folge jetzt auf jeden Fall erstmal Feierabend mit aufnehmen. Ich hab, glaube ich, 6 Stunden aufgenommen am Stück. Und mir fallen jetzt gleich die Augen zu. Ah, ich glaube, das ist kein Problem hier. Kommt drauf an, wie weit wir noch müssen. Ich glaube, wir sind fast da. Haha! Alles gut. Du bist der Wind, keine Frau.
Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Noch eine Chance zu gewinnen. Okay, ein weiterer Greif, wie es aussieht. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten, sich dabei den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ja, wir könnten jetzt im Grunde genommen gleich weitermachen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Denn wir sind hier jetzt am Ende angekommen und ja, das ist ja, ja, war eine Pferderennenfolge irgendwie. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir mit Ciri auch nochmal aufs Pferd steigen müssen. Ja, wir haben das Rennen aber gewonnen und bin gespannt, wie das da weitergeht mit dem Greif. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.